die genaue Bereitung, das habt ihr gesehen, mit der Begrenzung, mit dem Kopfschmuck einfach. Das sagt ja auch einiges aus von der Milchalm Lavaun. Da werden die Kühe begrenzt, wo eigentlich sehr viel Milch gibt, wo die stärkste und die schönste Kuh ist. Und für die Gemaralp, das hat man heuer auch wieder gesehen, die schöne Begrenzung einfach. Da werden halt bestimmte Tiere begrenzt, die Lieblingstiere oder auch von Bauern, die sehr viele Tiere auf der Alm haben. Und das ist auch ein Dank für die bäuerlichen Familien von den Bauern selber. Das Besondere vom Almabtrieb, ich glaube, das ist in Auder schon lange eine Tradition, das gehört einfach dazu. Das Schöne daran ist einfach auch, dass das Viech wieder grossteils gesunder wieder zurückkommt, dass die Bauern wieder ihr Viech kriegen. Und das gehört auch dazu, sage ich mal, das hat man ein bisschen aufgebaut, Landwirtschaft, Tourismus, das ergänzt sich eigentlich sehr gut. Das sind ja die Almherbstwochen und vom Bauernbund aus machen wir jetzt das schon fast 30 Jahre.